Danke und ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem weiteren Famerama-Video von mir. Und zwar ist er wieder da, der Baby-Boom-Day findet wieder statt. Mal wieder, könnte man sagen, denn da war vor ein paar Tagen erst wieder so ein kurzer Baby-Boom-Day. Dann gab es die Mega-Farmtaler-Tage oder eigentlich nur einen Tag, wo es eben ja bei fast jeder Zucht auch einen Farmtaler gab für den Allerwahn-Shop. Großartige Sache, an diesem Tag fand natürlich kein Baby-Boom-Day statt und jetzt ist wieder ein Baby-Boom-Day. Ja, herrlich, also erhöhte Chance auf tolle Zuchtergebnisse, sowie auch übrigens Superfutter-Sparaktion findet auch wieder statt bis morgen Sonntagabend. Warum? Natürlich aufgrund des aktuellen Zucht-Events Wilde Farmwelt Teil Nummer 4 und wie das genau alles funktioniert, ich gehe ganz kurz darauf ein. Ihr könnt natürlich allerdings auch alles detailliert auf farmflüsterer.de nachlesen, auf jeden Fall eben wieder ein Zucht-Event, wo es eben wieder so eingeteilt ist, wie die ja vorigen Wilde Farmwelt-Events eigentlich auch. Es gibt diesmal drei Kategorien, und zwar sind diese Kategorien eben hier Vogel, Säugetier und Reptilien. Da gibt es dann jeweils Abzeichen bei der Zucht, wenn man von diesen Kategorien eben Tiere züchtet. Und diese Abzeichen plus natürlich Zuchttiere oder man kann auch normale Tiere abgeben. Dann gibt es unter anderem neben, ich glaube, drei Stickern, krasse Sache, gibt es auch neu das Pinguingehege für die Tropeninsel. Herrlich. Ich freue mich auf die kommenden Eisberggehege, wahrscheinlich irgendwann auch. Mal schauen. Sowie auch ein Upgrade 3 Rot eben dazu. Dann auch jetzt neue Werkstube vom Känguru, und zwar der Boxring. Auch dazu ein Upgrade 3 Rot. Und Werkstube für die Anaconda. Und auch dazu ein Upgrade 3 Rot. Skateboardanlage gab es schon mal, gibt es jetzt immerhin. Nochmal zu spielen. Warum denn nicht? Gut, und auf jeden Fall, Event läuft noch, ich meine, bis 30. Mai. Jupp, 30. Mai ist kommende Dienstag, 14 Uhr. Ist sie am 24. Mai gestartet. Genug dazu, jetzt zu meiner Zuchtergebnis. Ich habe die Buhnen richtig voll gefüllt. Und ja, bunt durchgemischt, teilweise hier viele Kuckucks. Also für die Vogelabzeichen, dann hier für Säugetier. Ich weiß nicht, ob ich es komplett schaffen werde. Ich möchte mir auf jeden Fall jeweils den Grundstall hier holen. Also Upgrade Rot werde ich wohl verzichten. Soweit möchte ich nicht züchten oder Superfutter kaufen und in weiterer Folge eben echt Geld ausgeben. Deswegen, gut. Wir starten gekonnt mit ja nichts Großartiges. Immerhin hier ein paar Hasenohrige. Dann eben dieser Wolliger Cook-Muddel. Der ist ja ganz normal. Oh, da haben wir einen Pancook. Das ist nicht so schlecht, der ist sogar ziemlich gut. Dann hier Maskierter, auch ein schöner Sprung hier. Noch ein Pancook. Und das kann eben auch vorkommen, dass mit etwas Glück sogar zwei Abzeichen dabei sind. Einer ist ja fix immer mit dem Start bei der jeweiligen Kategorie. So, da ist nichts Großartiges mit dabei, aber das war ja mal gar nicht so schlecht bisher. Dann geht es weiter mit vielen Wolligen und eben hier den Hasenohrigen Kuckucks und das zieht sich hier, bis noch ein Pankuk hier vorbeispringt. Yippie-yay. Dann hier nichts Großartiges. Viele wollige Kuckmuddel, aber es gibt ja noch, ich habe noch einige Kuckucksquests offen, da werde ich die fröhlich hier reinklatschen. Dann noch einen Maskierten. Auch der sagt hallo. So, da ist, ja, viele, viele. Ich bin gespannt, was ich da jetzt alles zusammenkriege an Wolligen. Dann noch einen Maskierten, dann eben hier wieder Hasenohrige und ich glaube, langsam neigen sich die Kuckucks hier den Ende zu. Ja, das ging natürlich schön schief hier. Und dann geht's gleich weiter mit den Kühen. Ja, da sind wir auch schon. Und zwar weiße und braune. Alles klar. Da ist genau nichts Berauschendes dabei bis jetzt. Nichts. Und da ist mal der erste halbwegs vernünftige Sprung zu einer Almkuh. Und hier gleich nochmal braune. Noch mehr braune. Dann immerhin wieder weiße. Ja, Kühe kann ich also komplett vergessen. Dann hier Schafe. Das ging natürlich auch wieder schön schief. Ist riskant, sollte man nicht unbedingt machen. Ich habe es einfach für nichts gemacht, wie man sieht. Aber hier ging es einigermaßen wieder gut. Naja, schöne Verschwendung. Schweine bringt mir Glück, nämlich eine Wildschwein. Ja, richtig nice. Und das war's auch schon von der Runde Nummer 1. Fazit. Ich kann sagen, Schweine, wenig gezüchtet, Wildschwein gekriegt, sehr geil. Ja, die Kuh, eine Heilandkuh oder habe ich die vorher schon gehabt? Habe ich gerade übersehen, ich weiß es gar nicht. Und Kuckuck hier lief's, okay, da habe ich viel mehr gezüchtet, aber immerhin drei Pankuck, drei Maskierte und viele, viele weitere her. So, ich zahle jetzt mal ins Event ein und schau mal, je nachdem, was ich noch benötige und dann fülle ich die Buden auf. Bis gleich.
Ja, Runde Nummer 2 und mir fehlte nicht mehr viel. Ich habe jetzt ja, mehr oder weniger alles, was ich schon habe, in An Abzeichen oder die ich Tierchen eingezahlt ins Event und mir fehlte nur noch weniger hier beim Vogel. Dann habe ich das. Ich werde versuchen, bei jeder Aufgabe ganz einfach ja, zu dieser Stufe zu kommen, um mir den Stall zu holen. Und von daher würde ich mal sagen, let's go. Ich beginne jetzt auch eben mit den Reptilien, dementsprechend mit Chamäleons. Was anderes kann man schwer züchten bei denen. Von daher, okay. So, wir beginnen nicht überragend und gehen hier nicht überragend weiter. Und da immerhin einmal ein Sprung zum Ninja-Chamäleon. Dann haben wir hier alles normal, beziehungsweise immerhin Fitness-Chamäleon und eben der nächste Sprung nach dem Normal-Chamäleon sind eben hier diese Trainer-Chamäleon. Dann haben wir hier wieder ein schickes Sport-Chamäleon sogar. Stimmt, das ist ein Sport-Chamäleon. Naja, das kenne ich selber gar nicht mal aus, weil ich ewig nicht gezüchtet hier. Dann, da ist nichts Großartiges dabei, hier ebenfalls nicht. Immerhin hier kann wieder ein, das dürfte wieder ein Ninja, yep, ein Ninja-Chamäleon sein hier. Da ist nichts, 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 nichts. Sport-Chamäleon und es geht weiter zu den Kuckucks, also Chamäleon nicht überragend. Dann haben wir hier, das ist alles sehr risky, risky und da hat es tatsächlich größtenteils, gibt es ja nicht, es hat funktioniert. Aus 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6 Versuchen habe ich hier gehabt, hat es immerhin viermal geklappt mit den Maskierten. Aber wie gesagt, ist risky, kann man probieren oder auch nicht. Oh, hier haben wir einen Flammenstier aus braunen Kühen. Sehr geil. Sonst hier nur weiße. Das ist mal so ein Highlight, wenn man hier einfach mal sechs normale Kühe zurückkriegt. Großartig. Und dann bei den Pandas haben wir hier einen Zinnpanda und eben hier den ganz normalen Stelzenpandas. Nochmal 10 Pandas, Stelzen und so weiter und so fort. Ist da irgendein besonderer Sprung mit dabei bei den Pandas? Nein, das war's auch schon. Das war Runde Nummer 2. Ich denke, ich werde noch eine nachlegen. Ich weiß gar nicht, wie viel mir noch fehlt, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ich habe auch fast kein Superfutter mehr. Es geht sich dann doch knapp, aber doch aus. Von daher gleich in Runde 3. Ja, Runde Nummer 3 und damit auch die letzte, denn ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Nach dieser Runde und deswegen mache ich natürlich wieder bunt durchgemischt, kompletten Blödsinn. Ich werde am Babyboom, der meistens ärmer als ich vorher war, also irgendwas stimmt bei mir nicht ganz. Aber egal. Gut, let's go, würde ich mal sagen. Vielleicht kommt ja was Geiles, das gibt's doch nicht. Zweimal sogar jetzt tatsächlich hat's mehr so geklappt. Hier ein Ampelchamäleon. Megasprung hier. Dann, was haben wir hier? Das, da ist nichts Berauschendes mehr dabei. Hier ging's zum Beispiel schön schief und das war's auch schon ganz einfach gesagt. Weil ich brauche nicht mehr. Aber da kam ja noch was richtig Geiles bei raus. Und um das jetzt kurz mal zu zeigen, natürlich, es ist natürlich nicht der absolut Hammersprung, aber immerhin ist es ein rotes Upgrade. Und Fazit. Ich werde dann doch noch ein paar Moospenny machen. Es lief nicht so schlecht. Was haben wir alles gekriegt hier? Den Schweinen, genau das Wildschwein. Ansonsten Kühe. Immerhin dann noch den Flammenstier. Ist natürlich auch hammergeil. Ansonsten mit was habe ich noch gezüchtet? Natürlich eben hier Chamäleons, wie gesehen. Jetzt zum Schluss ziemlich gut. Und Pandas weniger geil. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Genau, Schafe, aber da habe ich ein bisschen was eingezahlt. Ganz okay, würde ich mal sagen. Ich habe kein Echtgeld ausgegeben für Superfutter, hatte ich auf Lager. Kann jetzt hier schön happy das noch einzahlen und freue mich über die drei neue Ställe. Upgrades werde ich mir nicht mehr holen. Da müsste ich sonst auch Superfutter kaufen. Und auch hier muss ich sagen, die Stufe. Ich meine, es gibt 8 Superfutter und ein bisschen EP. Und dafür müsste ich Gegenwert von wie viel hier? 70.000. Das ist umgerechnet. Ja, ein Pankok bringt 37.000. Ein einziger. Also, das ist es mir dann auch nicht wert. Denke ich mal, vielleicht kratze ich es zusammen, ich glaube aber nicht. Fazit: Ich bin weiterhin kein großer Fan von diesen wilden Farmwelt-Events, weil es teilweise dazu geleitet wird, Superfutter zu kaufen, also Echtgeld auszugeben, finde ich der Upgraming immer noch zu hoch, beziehungsweise das mit den Abzeichen könnte man etwas senken, dass man immerhin hier nicht gezwungen wird zu züchten, weil man könnte sonst halt immerhin Zuchttiere abgeben, die man so im Inventar hat und man schafft das Event, aber man muss ja züchten, um diese Abzeichen zu kriegen. Finde ich nicht so hammergeil, bisschen weniger. Dann ganz okay. Aber was gut war tatsächlich, glaube ich, dass man hier bei den Chamäleons, bei den Reptilien, wo es ja nur Chamäleons zu züchten gibt, tatsächlich weniger Abzeichen benötigt hat als zum Beispiel bei Säugetier, glaube ich. Das ist immerhin eine gute Lösung. Aber ich habe die drei Ställe. Das war mein Babyboom Day. Was habt ihr alles so erzüchtet? Welche geilen Sprünge habt ihr zu verbuchen? Schreibt sehr, sehr gerne in den Kommentar rein. Ansonsten, wenn ihr noch züchten solltet, dann natürlich. Viel Glück meinerseits und damit sage ich ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao.